herzlich willkommen. Wir haben Düsen Tekkal bei uns und ich freue mich unfassbar, dass sie da ist. Wir haben jede Woche bei unserem Magazin WMN eine Weekly Heroine, eine Heroine, eine Heldin, die uns den Tag und die Woche versüßt, von der wir uns eine Scheibe abschneiden wollen. Jemand, der uns beeindruckt auf sehr vielen Ebenen. Und heute bist du das. Es ist mega schön, dass du da bist. Dankeschön, was für eine Ehre. Was machst du genau? Wer bist du genau? Weil ich glaube, unsere Leserinnen wissen das noch gar nicht so richtig. Mhm. Wenn man sich bei dir Wikipedia anguckt, dann ist, du hast 1 Million Jobs, bist irgendwie Autorin und alles drum und dran, Menschenrechtsaktivistin. Erzähl doch mal kurz, was du tust. Ja, sehr gerne. Das habe ich wahrscheinlich von meiner Großmutter. Die hatte auch mehrere Jobs. Meine Oma war Hebamme, war Medizinerin, war Bäuerin und im weitesten Sinne auch Unternehmerin. Das musste sie sein. Und bei meinen Berufen ist es so, dass sie mich tatsächlich auch gefunden haben. Also eins gab das nächste. Ich habe sozusagen ja Politologin von Haus aus und bin dann Journalistin geworden, auch über meine Tätigkeit im TV. Bei RTL habe ich tatsächlich begonnen, Jahre her, aber ich habe da sehr viel gelernt und bin dann als Journalistin in den Irak aufgebrochen 2014. Das war sicherlich mein life-changing Moment und ich sage das deswegen, weil das eigentlich dafür gesorgt hat, dass ich über Nacht zur Kriegsberichterstatterin und Menschenrechtsaktivistin geworden bin. Und um die Projekte, die wir uns vorgenommen haben, so durchzusetzen in der Agilität, dass sie Menschen auch mittelbar helfen kann, mussten wir dann Initiativen, Vereine, Unternehmen gründen. Und so bin ich dann zur Sozialunternehmerin geworden. Sozialunternehmerin ist jetzt das, was du dich schimpfst offiziell, weil du hast ja auch dein eigenes Unternehmen gegründet, den German Dream. Und da bist du voll drin und versuchst, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen und zu verändern. Und im German Dream geht ihr darauf, dass deutsche Werte vermittelt werden an andere Menschen. Kannst du uns erklären, warum deutsche Werte, warum sind die gut? Mhm. Also ich glaube, es gibt keine deutschen Werte, sondern das sind immer universelle Werte. Mhm. Und diese Werte machen nur dann Sinn, wenn sie gleichermaßen für alle gelten, sage ich mal. Und die Tatsache, dass ich aus einer kurdisch-jesidischen Flüchtlingsfamilie komme, hat mich eigentlich sehr schnell darauf sensibilisiert und fokussiert, dass ich das Thema Identität anders besetzen musste. Also wenn du aufgrund der Tatsache, welcher Religion du angehörst oder welcher Nationalität, auch Unterdrückung erfährst, dann kriegst du sehr schnell ein Gefühl dafür, wer du bist und wer du nicht bist, wer du sein willst und wer du nicht sein willst. Und ich bin Europäerin, Deutsche, Kurdin, Frau, Jesidin, wir haben ja alle Mehrfachidentitäten. Und für mich ging es bei der Gründung von German Dream vor allem um das Deutschland der Chancen, also dessen Ergebnis ich ja auch werden durfte. Und als Teil einer Solidargemeinschaft, ich bin in Hannover-Linden aufgewachsen, zu partizipieren. Und meine Teilhabe an Bildung hat mein ganzes Leben verändert. Und ich habe 10 Geschwister, wir sind 11 Kinder zu Hause gewesen. Es gab keine Bücher in dem Sinne, bei uns wurde kein Deutsch gesprochen. Und vieles hat, glaube ich, trotzdem geklappt, weil wir uns immer auf eine Solidargemeinschaft verlassen konnten, auf unser Deutschland, wie ich so schön sage. Und die Werte, die sich daraus abgeleitet haben, die fand ich so wertvoll und unbesprochen, dass ich mir die Frage gestellt habe, warum mache ich es dann nicht selber? Und ich habe es gerade erzählt, ich habe als Journalistin begonnen, die ersten Schritte beim Privatfernsehen und habe da auch relativ schnell lernen müssen, dass nur eine Geschichte, die problemorientiert ist, eine erzählenswerte Geschichte ist. So funktioniert der Journalismus. Also es geht um Missstände, die aufgedeckt werden müssen, ähnlich wie bei Anwälten, die Fälle lösen müssen. Und für mich war das immer zu wenig. Es war für mich nur ein Teil der Geschichte. Ich fand es immer bedauernswert, dass die guten Geschichten keine erzählenswerten Geschichten waren. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass ich dachte, der German Dream heißt eigentlich auch, zu zeigen, was alles funktioniert in diesem Land. Und wenn ich das jetzt mal reduziere auf die Themen, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen, und da geht es ganz viel um Identität und darum, wer dazugehört und wer nicht, dann war das insbesondere auch beim Thema Migration in der deutschen Medienöffentlichkeit immer negativ besetzt. Also entweder ging es um Intensivstraftäter mit Migrationshintergrund, ich habe selber Filme darüber gemacht, deswegen weiß ich das so genau, oder es ging um Terrorismus, sage ich mal, oder es ging um Islamismus, oder es ging darum, dass Werte mit Füßen getreten worden sind. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, das passiert auch alles. Aber es gibt eine Parallelität, es gibt eine Gleichzeitigkeit. Das ist nämlich nur die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es so viele Menschen mit unterschiedlichen Lebensbiografien, die so viel geleistet haben in diesem Land, angefangen bei meiner Elterngeneration. Wir sind gerade bei 60 Jahre Gastanwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei, dass ich das Gefühl hatte, um das
Bild vollständig zu machen, müssen wir genau diese Geschichten erzählen des German Dreams. Und German Dream ist eine Bildungsinitiative, aber sie gilt nicht für Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern es geht um Migration für Deutschland, nicht um Migration, Einwanderung und gesellschaftlichen Zusammenhalt für Migranten. Das halte ich auch für den Kardinalsfehler der Vergangenheit in unserer Bundesregierung. Und deswegen Werte, die wir nicht vorleben, die wir nicht teilbar machen und die wir nicht streiten, sind eigentlich nicht viel wert. Also es geht darum, wie wir dieses Grundgesetz, dieses Wunderbare, was wir haben, auch erlebbar machen. Und wir schicken dafür Zeitzeugen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in die Schulen und jeder erzählt von seinem wichtigsten Wert. Die Menschen, die schon was richtig Schönes geschafft haben, die können was erzählen. Ja, aber nicht nur die, die was Schönes geschafft haben, auch die Menschen, die im Schmerz sitzen. Ja. Also es geht nicht nur darum, geschönte Geschichten zu erzählen. Und ich sage ja auch immer wieder, wir können doch nicht erst angekommen sein als Menschen, sag ich mal, mit Eltern, die, wie in meinem Fall, Fatma und Schemus heißen, wenn wir einen Wirkstoff entwickelt haben. Wenn wir erst einen Wirkstoff entwickelt haben müssen, um dazuzugehören, dann passt das nicht ganz. Ich sag das deswegen so ein bisschen, so ein bisschen überzogen, weil es natürlich darum geht, ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft zu werden. Und der konnten wir lange nicht werden, weil wir natürlich als Gäste verhandelt worden sind. Die kluge Jagoda Marinic hat letztens eben genau darüber gesprochen, dass sie gesagt hat, dass diese Bürgerbewegung, wie wir sie aus Amerika kannten, gar nicht stattfinden konnte, weil Gäste nicht für Bürgerrechte streiten. Und das musste sich entwickeln. Und dass wir ein Einwanderungsland sind, das haben wir ja erst in den letzten Jahren so richtig realisiert. Definiert und benannt haben wir es immer noch nicht so richtig. Ich erhoffe mir da viel von der nächsten Bundesregierung. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da sehr viel Potenziale liegen lassen. Denn was gibt es für eine stärkere Bindungskraft, als zu sagen, es ist egal, wo du herkommst, es ist egal, wen du liebst, egal, welche Religion du hast, du bist ein Teil dieses Landes, du bist ein Teil des German Dreams. Und das machst du ja jetzt, okay, nicht nur für Deutschland, für die deutschen Leute, die hier sind, sondern du gehst ja noch einen Schritt weiter und sagst, wir haben jetzt gerade eine Krise, geht um Afghanistan, du kümmerst dich auch noch um die Leute, die dort unterwegs sind, weil du generell einfach die Werte der Menschen vertrittst und sagst, da werden sie mit Füßen getreten. Ich mache Hilfe. Mhm. Ist das dein Ansatz gewesen? Also genau, ich glaube, dieser universelle Ansatz ganz wichtig ist, auch von Frauenrechten und von Menschenrechten. Und die kannst du nicht an der Nationalität sozusagen zuordnen. Das ist ja, glaube ich, der Grundfehler, den wir viel zu lange begangen haben. Und meine Biografie hat nun mal zwei Seiten. Eine deutsche. Und deswegen kämpfe ich auch für dieses Land, aber eben auch eine, die im mittleren Nahen Osten entwickelt und geprägt worden ist. Also ich habe gerade von meiner Oma gesprochen, die ist im Südostanatolien zur Welt gekommen, an der türkisch-syrischen Grenze. Und dieses Leben war immer auch von Entbehrung und von Marginalisierung und von Unterdrückung geprägt, weil wir Angehörige einer Religionsgemeinschaft waren, die verfolgt worden ist, und zwar seitdem es sie gibt. Und das hat in mir eine Verantwortung auch sozusagen freigelöst, dass ich immer gesagt habe, dass es nicht nur darum geht, Menschenrechte in unserem Land zu verteidigen, sondern auch über die europäischen Grenzränder hinauszuschauen, was passiert und was können wir tun. Und mein Life-Changing-Moment war 2014, als der Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft passiert ist, ganz konkret als die IS-Schergen in die Dörfer eingefallen sind, in jesidische Dörfer, in der Nineveh-Ebene im Irak beispielsweise, und dort eigentlich über Nacht den Völkermord begonnen haben, indem sie Männer enthauptet haben, indem sie Frauen, die über 40 waren, sofort getötet haben und indem sie Frauen, die in unserem Alter waren, entführt haben, zwangskonvertiert haben, vergewaltigt haben, verkauft haben. Diese Bilder sind um die Welt gegangen, aber für mich waren diese Bilder keine unbekannten Bilder. Es waren die Geschichten meiner Großeltern und meiner Vorfahren. Und die Tatsache, dass ich Journalistin geworden war und Teil dieser Religionsgemeinschaft war, die in diesem Moment entmenschlicht worden ist, hat mich dazu bewogen, dorthin zu fahren. Denn stell dir vor, es passiert ein Völkermord im 21. Jahrhundert und niemand interessiert sich dafür, weil man sie nicht kennt, weil es ganz weit weg ist, weil es mit Deutschland nichts zu tun hat. Aber ich war halt beides. Ich war Deutsche, ich war Journalistin, ich war Kurdin und ich war Jesidin. Und deswegen dein Interesse dafür und deswegen sprotzt du das jetzt raus an die Welt. Wenn du jetzt davon sprichst, du hast da so eine Vergangenheit und du weißt ja, wie beide Gesellschaften oder wie viele Gesellschaften funktionieren. Wir bei WMN, wir haben ja einen Ansatz des Feminismus. Und unser feministischer Ansatz, der geht halt ja im Moment sehr weit. Der ist, wir wollen das Patriarchat, das wir noch haben, in Deutschland stürzen. Ich habe das Gefühl, du hast aber natürlich schon mit einem ganz anderen, mit einer anderen Art des Feminismus zu tun haben müssen. Was glaubst du, wo da die größten Unterschiede sind zwischen dem, was wir haben in Deutschland
Und beispielsweise, was wir sehen, was jetzt gerade in Afghanistan passiert. Also ich glaube tatsächlich, mit dem Vorsatz, ich will das Patriarchat stürzen, würde ich im Irak nicht weit kommen. Genau. Und trotzdem ist es wichtig, mutig zu sein, nach vorne zu gehen, drüber zu gehen. Aber allein die Tatsache, dass du hier sitzen kannst und das so aussprechen kannst, zeigt schon, dass wir hier viel weiter sind im Kampf um unsere Frauenrechte, was auch gut ist, als beispielsweise in der Herkunftskultur, aus der ich komme. Ja. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass sozusagen mein Kampf auch um meine Selbstbestimmung als junges Mädchen ein ganz anderer war als der meiner deutschen Freundin. Und ja, wir sind in die gleichen Schulen gegangen, wir leben im gleichen Land und trotzdem lebten wir in zwei verschiedenen Welten und so war es de facto. Deswegen ist für mich auch immer wichtig, was so der Kampf um Frauenrechte angeht, losgelöst von dem eurozentrischen Blick, wie sieht er eben weltweit aus und wie schaffen wir da, den Frauen die Steine aus dem Weg zu räumen und die Frauen im Irak beispielsweise, die brauchen uns Frauen aus Europa nicht dafür, um für ihre Frauenrechte zu kämpfen. Denn die müssen viel mehr dafür kämpfen, als wir das jemals tun müssten. Und insofern glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dafür auch einen Blick und ein Bewusstsein zu haben und das intersektional auch zu betrachten und medial auch abzubilden. Das ist ein ganz großer Ansatz auch unserer Arbeit tatsächlich. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir selber aus dem Kulturkreis kommen, lässt uns einfach andere Themen besprechbarer machen. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich will mal ganz konkret anfangen, als junges Mädchen durfte ich nicht in die Disco. Oder ich konnte nicht bei anderen Freunden schlafen. Und auch der Kampf dafür, dass ich mal mit ins Schullandheim fahren darf als junges Mädchen, war ein sehr, sehr harter, sehr schwieriger, weil meine Eltern immer Angst hatten. Angst um mich, Angst um ihre Tochter, Angst, dass die Tochter was passiert. Und vor allem hatten sie Angst davor, was die anderen sagen. Also auch die Verwandtschaft. Und da sehe ich den größten Unterschied auch zwischen deutschen Kulturkreisen und denen, aus denen wir kommen. Die sind kollektivistisch geprägt und nicht individuell. Und da gilt nicht nur das individuelle Recht. Ich nehme jetzt das Recht und ich mache, was ich will, unabhängig davon, was die anderen sagen, sondern dass du in dieser Gemeinschaft auch letztlich funktionieren musst und dass das alles miteinander zusammenhängt. Also auch mein Verhalten bzw. Fehlverhalten hatte Auswirkungen dann zum Beispiel auf die Ehre, die meinen Eltern zuteil wurde oder nicht. Finde ich das toll? Überhaupt nicht. Aber ich will es trotzdem einmal erklären. Und es ging eigentlich darum, für unsere Emanzipation, für die von mir und meinen Schwestern und meinen Brüdern wohlgemerkt, wir dürfen die Männer nicht vergessen, mussten wir ganz schön was in Kauf nehmen und uns auf den Weg machen. Und wir sind dann auch gerannt. Wir mussten rennen für unsere Freiheit. Wir sind vorgerannt und meine Schwester Tuba sagt immer, unsere Eltern sind glücklicherweise irgendwann hinterhergerannt. Und wir haben uns dann gemeinsam auf den Weg gemacht. Aber es ist de facto immer noch so, während wir hier sitzen, dass es viele Menschen da draußen gibt, die zwar in Deutschland leben, aber trotzdem in Unfreiheit sind und trotzdem in zwei Welten leben und sich trotzdem erklären und rechtfertigen müssen, ob bei den eigenen Elternhäusern, ob im Kulturkreis, ob durch Diskriminierungserfahrungen der Mehrheitsgesellschaft, da kommt also vieles zusammen, um einfach nur die sein zu dürfen, die sie sind, um in ihre Kraft zu kommen, in ihr Empowerment zu kommen. Und genau da setzen wir ja heute mit unseren Projekten an. Jedes Projekt, was wir haben, da hätten wir selber früher Teil von sein können. Und Tuba zum Beispiel macht das Going Girl Projekt, hat mittlerweile den 6. Standort. Deine Schwester. Meine Schwester, ja. Die ist ehemaliger Fußballprofi gewesen beim HSV und 1. FC Köln und hat jetzt ein Projekt ins Leben gerufen, wo sie jungen Mädchen die Möglichkeit gibt, ins Fußballtraining zu gehen, aber eben auch noch viel, viel mehr, nämlich in Ausbildung zu kommen, Nachhilfe zu bekommen. Und es findet statt im Wedding, in Marzahn, in Hellersdorf. Okay, das sind Mädels mit ganz unterschiedlichen Biografien, die einen Ort wollen, wo die Welt noch in Ordnung ist, wo sie sich entfalten dürfen, wo sie was dürfen, sage ich mal, und wo sie auch gesehen werden, gewertschätzt werden, gefördert werden. Und ich glaube, davon, von dieser Arbeit können wir alle gemeinsam nicht genug leisten. Jetzt bist du natürlich, wir gehen gerne auf die Frauen ein, und du sagst das aber ja auch schon, deine Brüder, deine Cousins, alle Leute, die irgendwie was mit dem Patriarchat zu tun haben, die leiden eigentlich darunter. Mhm. Die haben ja auch ein Problem damit. Mhm. Was würdest du sagen, was für die Männer das Problem ist am Patriarchat? Es ist tatsächlich so, dass sie auch zu einem Teil verhandelt werden, teilweise aus denen sie sich ganz schwer entziehen können und dass sie natürlich als Prototypen in Anführungsstrichen des Täters viel größere Schwierigkeiten haben, da rauszukommen. Ich will es am Beispiel meiner Familiengeschichte erzählen, weil das ist, glaube ich, sehr greifbar. Ich kann mich auch an Phasen erinnern in meiner Kindheit, wo meine Brüder das Gefühl hatten, weil ihnen das so beigebracht worden ist, dass sie über uns entscheiden dürfen und verhandeln dürfen. Und wir haben Jahre später, haben wir sehr
wichtige und schöne Gespräche dazu geführt, wo ich auch um Verzeihung gebeten worden bin von meinem eigenen Bruder, der gesagt hat, ich wusste es einfach nicht besser. Und ich hatte das Gefühl, ich muss diese Rolle eingehen, des großen, strengen Bruders. Genau, weil das von mir verlangt worden ist, von den Eltern, von dem Kulturkreis, aus dem ich komme. Und deswegen sage ich nochmal, es geht am Ende um die Emanzipation aller. Mhm. Ich mache es nicht nur abhängig von einem X- oder Y-Chromosom, sondern es geht tatsächlich darum, wie nehmen wir alle mit am Ende des Tages? Und das bleibt natürlich eine Mammutaufgabe, eine gigantische Aufgabe, vor der wir stehen. Aber es ist mitnichten auch so, dass das Patriarchat nur aus unseren Herkunftskulturen kommt, sondern dass das ein weltweites Problem und Herausforderung ist, die wir lösen müssen. Und wir kennen die Zahlen auch aus Deutschland, dass jeden dritten Tag eine Frau umgebracht wird und dass dabei natürlich auch autochthon-deutsche Männer eine Rolle spielen. Ich will es trotzdem noch mal ein bisschen konkretisieren mit einem Thema, das sehr streitbar ist, die sogenannten Ehrenmorde beispielsweise, wo ich eben auch große Konflikte hatte, auch mit vielen anderen Frauen, die sich auch als Feministinnen begreifen, die eben sagen, dass das Wort Ehrenmord schon falsch ist und dass man das anders bewerten muss und dass ein Femizid ist. Und ich sage, jeder Ehrenmord ist ein Femizid, aber nicht jeder Femizid ist ein Ehrenmord. Und das sage ich deswegen, weil ich mit zu vielen Bräuten aufgewachsen bin, die unglücklich verheiratet worden sind, zwangsverheiratet worden sind, übrigens auch Männer. Und dafür, dass ich ein Mensch bin, auch zu viele Ehrenmorde mitbekommen habe, die sogenannten Ehrenmorde. Aber ich sage eben schon, dass in dem Fall hat es schon was mit der Kultur zu tun und mit einem Traditionsverständnis. Und ich finde das deswegen so wichtig, weil wir ja auch an den Präventionsmaßnahmen arbeiten auf der anderen Seite. Und um die richtigen Präventionsmaßnahmen abzuleiten, musst du die richtige Analyse vollziehen. Trotzdem müssen wir aufpassen, dass das dass daraus nicht eine Hauptdebatte gemacht wird, denn jeder Ehrenmord ist einer zu viel, bitte, dass wir uns nicht falsch verstehen. Und trotzdem ist das glücklicherweise trotzdem noch sehr, sehr gering. Aber dass es passiert, dass es auch in Deutschland passiert, das muss uns natürlich alarmieren. Und da darf es auch keinen Rabatt geben, weil die Täter geschützt werden müssen oder ein Traditionsverständnis. Oder ich erlebe ganz oft, dass auch manche sagen, ja, nee, das kannst du jetzt so nicht aussprechen, weil dann beförderst du den Rassismus. Und das halte ich für ein komplett falsches Narrativ. Ich sage sogar, wir müssen endlich die Themen besprechbar machen, die passieren in unserer Gesellschaft, damit wir den Rassisten nicht das Oberwasser geben. Weil dann werden die nämlich laut. Genau. Ja. Sehr spannend. Boah, ich könnte mit dir noch 28 Stunden weiter quatschen. Ich würde es auch wirklich richtig gerne tun. Wir müssen es aber, glaube ich, an der Stelle schon abwerten. Noch eine kleine letzte Frage, weil das Thema, was dir so wichtig ist, ist ja in letzter Zeit halt auch klar Afghanistan, klar Taliban. Und wir sehen beide, alle wahrscheinlich. Es ist gerade nicht mehr das krasse Thema. Es ist gerade nicht mehr irgendwie wahnsinnig wichtig. Wie schaffen wir es, deiner Meinung nach, das trotzdem noch auf unserem Schirm zu halten? Indem wir es immer wieder auf die Agenda setzen und indem wir die Geschichten, die im Verborgenen bleiben sollen, weil Despoten und Terrorregime davon profitieren, trotzdem erzählbar machen. Und das wird immer schwieriger. Und dafür brauchen wir die Menschen, die davon betroffen sind. Dafür sind wir darauf angewiesen, dass die Menschen den Mut haben, ihr Schweigen zu brechen. Denn das Unrecht, was beschwiegen wird, das wird nur noch größer. Und deswegen möchte ich auch noch mal zum Ausdruck bringen, wie beeindruckt ich bin von diesen afghanischen Frauen, die wirklich auch verbunden mit der Tatsache, dass sie selber getötet werden können und zu Zielscheiben gemacht werden können, trotzdem nicht ruhig werden und im besten Sinne laut sind, auf die Straße gehen und zu Aktivistinnen werden mussten. Und ich finde, diese Frauen und diese Männer übrigens, auch sind noch viele Männer dabei, dürfen wir nicht im Stich lassen. Und wir müssen dafür sorgen, das ist das Schicksal, was wir Menschenrechtsaktivistinnen tatsächlich haben, dass wir Themen besprechbar machen müssen, die stören, für die sich niemand interessiert und die jetzt auch gerade wieder von der Agenda verschwinden, von der Bühne der Weltöffentlichkeit. Und unsere Aufgabe ist es, den Narrativen der Taliban, die uns erklären wollen, dass alles nicht so schlimm ist, die Menschenrechtsverletzungen entgegenzusetzen, die von den Taliban begangen werden. Und da glaube ich schon, dass wir auch über einen Paradigmenwechsel und eine Handlungsfähigkeit Europas reden müssen, den ich in der Form nicht sehe. Und wenn es dann parallel dazu zu Verhandlungen kommt, genau mit denjenigen, die für diese Menschenrechtsverletzungen und vor allem Frauenrechtsverletzungen sorgen, dann fallen wir natürlich den Frauen auch in den Rücken. Und deswegen glaube ich schon, müssen wir da den Spieß umdrehen. Realpolitik heißt natürlich auch, mit Menschen reden müssen, die nicht unsere Werte teilen. Aber wie konditionieren wir die und wie stärken wir die zivilgesellschaftlichen Akteure und Akteurinnen? Das ist das Thema, was uns interessiert. Und da versuchen wir, da zu sein, als, sage ich mal, Ansprechpartnerinnen
in Verbindung zu bleiben, in Austausch zu gehen und die Aktivistinnen in Deutschland, aber auch in Afghanistan, ihnen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind in ihrem Schmerz. Hoffentlich klappt das. Ey, ich wünsche dir alles Gute. Ich glaube, du hast einen der wichtigsten Jobs, die es gibt auf der Welt. Und ich glaube, dass du viele Hausaufgaben mit nach Hause nimmst jeden Abend. Das ist auch ganz interessant. Vielleicht kann man dazu noch kurz was sagen. Ja. Weil man hat ja nie das Gefühl, dass man fertig wird. Ja, und man hat auch nie das Gefühl, dass es reicht, was man tut. Und egal, was du an einem Tag leistest, es wird immer sehr viele Menschen geben, denen du nicht helfen konntest. Also ich kriege ja auch tatsächlich ganz konkrete Anfragen. Mhm. Und das mit seinem Gewissen zu vereinbaren, ist gar nicht so einfach. Ich sage das aber deswegen, weil es ganz wichtig ist, dass wir auch nicht über unsere Belastungsgrenzen gehen. Ich habe das alles hinter mir, deswegen sage ich das. Und dass es nicht darum geht, perfekt zu sein oder keine Fehler zu machen, sondern auch zu akzeptieren, dass wir nicht allein die Welt retten können, aber dass wir trotzdem eine Selbstwirksamkeit haben, die wir nicht unterschätzen sollten und dass du nichts alleine machen musst. Also ich habe so ein tolles Team, auf das ich mich verlassen kann und was daran mitarbeitet. Und das ist eigentlich der wahre Luxus. Das ist das Geschenk, dass wir viele sind und dass wir immer mehr werden. Der German Dream. Genau. Den wollen wir verfolgen. Mhm. Vielen Dank. Gerne.